Ja, es ist schrecklich, was hier sich in den letzten Tagen in Wien abgespielt hat. Und ich glaube, eines ist klar, nämlich, dass die Täter in Wien und auch österreichweit immer häufiger Migrationshintergründe haben und auch immer öfter ihre Wurzeln in der Flüchtlingsbewegung aus 2015 zurückzuführen sind. Wir erleben jetzt die Statistiken, die wir gerade im Beitrag gehört haben, dass über 50% der Täter keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Wir sehen bei Blicken in österreichische Strafanstalten, dass dort oftmals nur noch sehr wenige Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft vorhanden sind. Und wir erleben natürlich aufgrund dieser falschen Zuwanderungspolitik der Bundesregierung, aber auch einer falschen Integrations- und Sicherheitspolitik in Wien durch Bürgermeister Ludwig, dass es zu immer mehr Delikten kommt und dass immer mehr Menschen ins Land kommen, die hier oftmals leider kriminell werden. Und hier müsste man schleunigst einen Riegel vorschieben. Hier müsste man dafür sorgen, dass es nicht zu weiterer illegaler, ungebremster Zuwanderung kommen kann, sondern ganz im Gegenteil, unsere Grenzen endlich konsequent geschützt werden und so auch die österreichischen Frauen tatsächlich geschützt werden. Sie haben gerade gesagt, einen Riegel vorschieben, bedeutet das, niemanden mehr hineinzulassen? Also ich glaube, dass wir angesichts dieser Sicherheitslage, die wir in Wien haben, wo es ja wirklich schon einen Notstand geben muss, weil wenn es 3 Vergewaltigungen innerhalb von einer Woche gibt, wo 3 Frauen Opfer von einer so schrecklichen Tat werden, dass man dann einmal die Sicherheit der Wienerinnen in erster Linie an erste Stelle stellen muss. Und das kann nur so funktionieren, indem wir sagen, wir vergeben ab jetzt keine neuen Staatsbürgerschaften, wir sichern ab jetzt unsere Außengrenzen, wir lassen nicht mehr zu, dass ungebremst Menschen einfach aus Afghanistan, aus Syrien, aus Indien querfeldein über die ungarische Grenze nach Österreich hereinspazieren können, dieses Jahr bereits über 60.000, sondern wir sorgen dann mal dafür, dass die Verfahren, die hier anhängig sind, abgearbeitet werden und dann kann man erst über Weiteres diskutieren. Sie haben gerade auch die burgenländische Grenze angesprochen. Die Zahl der Flüchtlingsaufgriffe steigt drastisch an. Die Situation spitzt sich zu. Wie stehen Sie dem Thema Zeltquartiere gegenüber? In einigen Bundesländern wurden ja bereits mehrere Zelte aufgestellt. Man müsste eben dafür sorgen, dass solche Zeltquartiere überhaupt nicht mehr notwendig sind. Wir erleben ja genau eine falsche Entwicklung in Österreich. Auf der einen Seite haben wir immer mehr Menschen, die illegal als illegale Einwanderer, das sind ja keine echten Flüchtlinge, hier ins Land kommen und dann Unterkünfte brauchen. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass wir eine Bundesregierung haben und einen ÖVP-Innenminister, der immer weniger Abschiebungen durchführt. Und ich sage, genau das Gegenteil sollte der Fall sein. Wir sollten weniger, wenn möglich, überhaupt keine Menschen mehr illegal ins Land einreisen lassen. Und auf der anderen Seite die Leute, die einen rechtskräftig negativen Asylbescheid haben oder die hier strafbar geworden sind, auch wieder konsequent außer Landes bringen. Und erst wenn das erfüllt ist, kann man über andere Dinge nachdenken. Aber hier ist die ÖVP säumig, hier ist die Bundesregierung säumig. Und hier gibt es leider in Wien einen Bürgermeister Ludwig, der Wien noch immer zum Hotspot für Zuwanderung macht, zum Hotspot für illegale Zuwanderung, für Sozialtourismus macht und sogar Mindesthilfe in Wien auch an Menschen ausbezahlt, die bereits einen rechtskräftigen negativen Asylbescheid haben. Und das ist genau der falsche Weg. Kommen wir noch einmal zurück auf die schrecklichen Vorfälle in den vergangenen Tagen betreffend der Vergewaltigungen. Denken Sie, dass man als Frau am Abend noch durch den Park unbekümmert spazieren kann oder soll man das nicht machen? Also ich glaube, dass es offensichtlich in Wien manche Gegenden gibt, in denen man das nicht mehr empfehlen kann. Und dass es so weit gekommen ist, ist ein Versagen der Politik. Denn ich glaube, jeder, der in Wien einige Jahrzehnte zurückdenkt, der weiß, dass wir immer eine sichere Stadt waren, dass wir eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität waren, wo man auch die öffentlichen Verkehrsmittel problemlos spätabends benutzen könnte. Und wenn wir jetzt diese schrecklichen Szenarien haben, quer durch Wien im 23. Bezirk, im 2. Bezirk oder natürlich auch im Hotspot-Favoriten, der ja, glaube ich, überhaupt zum Kriminalität-Hotspots von ganz Österreich geworden ist, dann haben wir hier ein Versagen der Politik auf Bundesebene, wo wir endlich mehr Polizei in Wien bräuchten, wo wir endlich unsere Grenzen schützen müssten, aber auch eine falsche Politik in Wien, die diese Zustände zulässt.